So, Hallöchen. Ihr seht hier schon was, das ist jetzt keine Werbung, das ist nur als Dings, was ich hier habe. Das ist dieses Unify UAP ACLR. Ist wohl ein WLAN Access Point. Den habe ich geschenkt bekommen. Ja, ich habe gestern Videos gemacht, da habe ich mir gemeckert und hast es nicht gesehen. Weil mich diese Kiste dermaßen aufgeregt hat, weil ich auf diese Kiste nicht drauf gekommen bin. Ich war den ganzen Tag schon richtig angefressen. Dann kamen noch 20 Leute und wollten auch noch irgendwas. Und irgendwann war ich dann so dermaßen genervt. Ja, hat man im Video mitgekriegt. So. Aber ich habe dieses Ding geschenkt gekriegt. Das soll mit seinem eigenen Netzteil... Ich weiß gar nicht, ob man das hier sehen kann. Ne, ist hier nicht drauf. Das ist so ein PoE-Netzteil. Also LAN rein und LAN wieder raus, aber dann noch mit Strom drauf, mit 24 Volt. Damit funktioniert das Ding. Soll aber nicht über PoE an anderen Geräten funktionieren. So, ich habe hier gestern wirklich geflucht. Ich war auf, ja, 180 und mal 10. Man hat es im Video gemerkt, ich habe die Videos auch nicht gelistet. So, ich habe das Ding jetzt auch in Betrieb. Ja, heißt hier Dreckskasten, ist mir scheißegal. Es funktioniert, ich bin darauf gekommen. Ich habe hier das unter Linux laufen. Bei Windows kriege ich es nicht hin. Ich kriege bei Windows die Software nicht ans Laufen. Ich weiß nicht warum. Und ja, Benny, glaube ich, ich habe Java drauf. Der LTech meinte wohl nicht Java, sondern OpenSDK oder weiß ich jetzt nicht mehr. Irgendwas anderes. Ich habe es nochmal probiert. Nein, ich kriege diese Software nicht zum Laufen. Nicht auf Windows. Bei Linux habe ich das gestern oder beziehungsweise heute Nacht um halb zwei oder was habe ich es dann mit der fünften Anleitung, die ich im Netz noch gefunden habe, noch irgendwie zum Laufen gekriegt. Und zwar über Lokalhost. Hätte ich auch selber drauf kommen können, ja. Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, ist halt so. Es war immer IP-Adresse. IP-Adresse und dann die Port hinter. Die Anleitungen haben da, installiert dies, installiert das, installiert jenes, macht das so, so und so, dann wird dir angezeigt, wo das Ding ist. Ich wusste ja, wo das Ding hängt, auf der 146 am Ende von der IP. Hat alles nicht hingehauen. Bis dann wirklich eine andere, ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Ich hab noch so lange rumgegoogelt, bis ich das gefunden habe. Wieder mal eine andere, die ausprobiert und dann funktionierte es. Dann konnte ich das Ding hier konfigurieren. Hier kann ich jetzt noch auf Geräte, ist das Ding WLAN-Erfahrung, Statistikübersicht, Endgeräte, ist jetzt nur mein Handy dran. Ich habe keinen Reichweitentest, nichts gemacht. Mir war es erstmal egal. Ich wollte erstmal gucken, dass das Ding überhaupt irgendwie rennt. Android, bla bla bla. Ja, das ist die IP vom Android. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und bei Einstellungen, da war ich ja eben. System-Settings. Wo war denn das? War das hier? Update. Ja. Device Firmware Update. Ich weiß nicht, wie ich diese dann eine Firmware drauf kriege. Eine aktuelle. Ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe hier probiert, gemacht, getan. Ich hab's nicht rausgefunden, wie das geht. Also ich kann hier zwar Check for Update machen, aber mehr passiert nicht. Irgendwo hatte ich hier eine Seite, da hatte er mir auch irgendwie hier ein Update irgendwie gezeigt, aber ich muss ja sagen, man kann viel einstellen, viel sehen und, aber es ist sehr unübersichtlich. Also für meine Verhältnisse ist es sehr unübersichtlich.
Backup, Restore, Statistik, was auch immer. Ich hatte hier gestern noch, oder besser gesagt heute, hier irgendwo noch eine Warnung gehabt. Wusste ich jetzt auch nicht, wo genau. Ja, WLAN-Endgeräte, heute 10 Uhr, heute 12 Uhr. Access Point, ja. Ja, jetzt kommst du auch schon wieder, Benny. Ja, das ist ja, bei Linux habe ich das anders. Ne, aber wie gesagt, ich habe das Ding jetzt am Laufen und hatte ja gedacht, weil mein WLAN-Router nicht funktionieren wollte, dann nehme ich irgendein anderes Ding. Dann läuft der nur noch als normaler Netzwerkrouter und das WLAN dann nicht mehr. Aber auch da bin ich gestern bald verrückt geworden, weil ich habe die Antenne abgeschraubt, hatte ich WLAN auf dem Handy. Plötzlich war das WLAN wieder weg, da habe ich Antenne ich habe das gemacht und getan. Ich habe hier schon vorher, Monate vorher schon über meinen Router oben geflucht. Die Ruhe da hinten. Über meinen Router geflucht mit dem WLAN hier. Es war auch am den Sonntag jetzt, den 31. genau dasselbe. Ich war schon so angefressen hier von diesem WLAN, was ich hier hatte. Weil ich meine, mein Online-Banking, das geht nur noch mit einer App auf ein Handy. Da brauche ich aber dann WLAN, weil Datenverbindung habe ich nicht. Ich habe nur Prepaid und das kostet mir zu viel Geld. WLAN da, WLAN weg, dann ging dies nicht, dann ging das nicht und da war ich schon angefressen. Bis ich dann gemerkt habe, der Router ist jetzt hier wieder angebaut. Ich kann ihn euch leider nicht zeigen. Aber der Deckel ist ab. Also ich kann ins Innere gucken. Und wo ich dann da so dran war und mit den Fingern auf den Elkos war, waren die Elkos warm. Das hat mich stutzig gemacht. Habe ich die ausgelötet, was bei der Kiste gar nicht so einfach war. Das Ding hat auf beide Seiten riesige Massenflächen. Selbst mit dem mit der Entlötstation auf 450 Grad habe ich es gerade so geschafft, die Löcher da so frei zu kriegen. So, das waren alles 47 μ-Elkos, die ich hier habe, 16 Volt. Hersteller Yunfu, laut Goofy, in Klammern Google, irgendwie Billighersteller. Dass die überhaupt so lange gelaufen haben, verstehe ich nicht, dass das so lange funktioniert hat. Ich habe sie alle gemessen. Es sind von diesen 11 Stück waren das, die ich da ausgelötet habe und wieder neu eingelötet habe. 5 bei, die nicht mehr messbar waren, beziehungsweise irgendwo im Pico-Fahrradbereich, im ein- bis zweistelligen Pico-Fahrradbereich. Die anderen waren, ja, die hatten zwar noch ihren Wert, aber ein ESR von über 20 Ohm und höher. Der eine hatte sogar knapp 90 Ohm im ESR und VLOS bewegte sich so ab 30% aufwärts. So, aber jetzt funktioniert mein WLAN hier wieder mit dem Router. Das ist ein D-Link-Router, mit dem bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich kann ihn euch auch nochmal schnell zeigen. Die D-Link DI524. Ja, das ist der D-Link-Router für mein WLAN. Und das ist die CBN, steht hier glaube ich sogar drauf vorne, Compal Broadband Network CBN. Das ist das Kabelmodem für den Kabelanschluss, wo Vodafone jetzt, früher damals, oder damals war es Kabel Deutschland, jetzt ist es Vodafone, für WLAN 2 Euro extra im Monat haben will. Und ich habe die Kiste. Ich kenne jemanden, der hat auch so ein Ding. Das Ding habe ich eingerichtet. Also das WLAN ist in Anführungsstrichen ja benutzbar, aber nicht so konfigurierbar, wie ich es in meinem Router machen kann. Sprich mit MAC-Filterung, IP-Filtern. Was war da noch?
Port filtern, Ports freigeben, Ports sperren in allen möglichen Konfigurationen, Firewall und, was mein Ding hier alles irgendwie hat. Dieses Ding hat hier ja auch irgendwie, wo war denn das? Einstellung, hier Security, Internet, auch nicht. Also das Ding hat ja auch einen ganzen Haufen Einstellungen. Ich komme bloß nicht irgendwie immer gleich dahin, wo ich hin will. Hat auch Mac-Filtern, sprich nur die Mac-Adressen dürfen rein oder die Mac-Adressen sind gesperrt und die IPs dürfen nicht vergeben werden und. Das ist so viel Kram, was dieses CBN-Dings hier gar nicht hat. So, ich nutze WLAN nur fürs Handy, ab und zu mal für einen Laptop oder wenn ich am Raspberry Pi am Drucker mit WLAN, dafür ist das gedacht. Ich kann auch noch an meiner Kiste hier, an der hier, jetzt ist das weg, da, an der hier, einen Gastzugang machen, der keine Verbindung ins Internet hat, aber ins Netzwerk. Und. Also ich kann mir das immer irgendwie so konfigurieren, wie ich es gerade brauche. So, hatte ich gedacht, nehme ich das Ding. Ich hatte jetzt noch den Fritz Powerline 1204. 1240 WLAN. Dieses Ding hier, nur ein davon. Hat er ja auch noch dazu geschickt. Hätte ich den nehmen können. Das hat funktioniert. Also das ging relativ einfach. Es ist auch nur IP-Adresse eingeben, einrichten, fertig. Bietet auch noch ganz viel Kram. So, wollte ich euch mal einen Stand geben, ich bin jetzt auf dieser Kiste da drauf, auf der Unify-Dings-Kiste da, auf diesem Access Point oder wie auch immer dieses Ding heißt, der ja, Switch Port, Repeater, Drahtlos, Basis, Single. Ja, ihr seht ja, wie teuer die Dinger sind. Aber wenn mich das Ding hier so dermaßen Nerven kostet, sorry, dann ja, dann bin ich richtig angefressen. Ich gebe zwar nicht so schnell auf. Ich hätte auch nach einer Stunde sagen können, ach, leck mich doch am Arsch und schmeiß die Kiste irgendwo in der Ecke und nie wieder gesehen. Aber ich habe noch so lange rumgedaddelt, bis nachts um 1:30, 2 Uhr rum. Ja, und die App, wie gesagt, die habe ich nicht auf dem Handy. Diese, wie heißt die, Unify Controller oder was? Weiß ich nicht. Ich kann auch mal reingucken. Also das Handy ist eigentlich nicht so alt. Mein 3 Jahre ist das alt. Aber jetzt muss ich mal gucken. Hier Einstellungen. Android-Version ist eigentlich nicht die älteste. Modell. Android 5.1 steht hier. Also Android-Version 5.1. Also es ist keine 3er, keine 4er, es ist eine 5.1. Ich weiß ja nicht, wo jetzt schon wieder Android hängt. Auf der 9, auf der 12, ich weiß es nicht. Aber ich kriege die App nicht über dem hier. Glaube, LTech hatte mir da noch einen Link gegeben. Dann kriege ich hier den. Wie hieß der Play Store? Den Google Play Store, den kriege ich ja hier auch auf. Und von hier aus kann ich ja dann auch aufs Handy, weil die beiden Konten sind leider verknüpft, Handy und PC. Dann würde er das auch machen. Aber wenn ich das hier aufmache, habe ich schon probiert, diese App. Ich hab den Link gar nicht erst gesehen, den habe ich überlesen in meinem schnellen Wahn gestern. Mal einen Schluck trinken. Wenn ich den Link nehme, sagt er mir hier nicht auf meinem Gerät verfügbar. Er wird mir auch nicht auf dem Handy angezeigt, die App.
So, wie gesagt, also ich wollte es euch nur sagen, das Ding ist funktioniert wieder. Ich komme in die Sachen wieder rein, wo ich will. Mein Router funktioniert jetzt auch. Ich glaube aber nicht, dass dieser Access Point von hier aus der Wohnung, wenn ich den in die Ecke packe, wo die am dichtesten zu meinem Garten ist, ranpacke, dass die bis dahin hin erreicht. Das glaube ich nicht. Das sind Luftlinie. Ein Kilometer knapp. Glaub nicht, dass das hinhaut. Gut. Mehr wollte ich euch nicht sagen. Es funktioniert jetzt so und dass ich da gestern so genervt im Video war, ja, okay. Das ist halt so. Werde ich jetzt auch, wenn wieder so eine Videos kommen, nochmal irgendwie vorne, gleich im Vornherein sagen. Mecker, Mecker, bla bla Video. Aber hier ist es ja nicht. Okay, dann bis zum nächsten Mal.